Guten Abend, verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der GEDOG, liebe Kunstfördernde. Als erste Vorsitzende darf ich Sie heute ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer besonderen Ausstellung von Elsa Beke und Petra Lindenmeier. Stadtraum für Verwilderung. Ist das ein Wunsch? Stadtraum für Verwilderung. Ist das ein Vorwurf? Raum für Verwilderung? Oder ist das eine Aufforderung? Raum für Veränderung, für Verwilderung. Also alles ist möglich eigentlich, was wir da implizieren. Und wenn Sie sich dann Gedanken bei den Bildern machen, können Sie da ja auch mal drüber nachdenken, was das genau für Sie ist. Die GEDOG ist auch ein Raum, nicht für Verwilderung, wenn Sie sich die Herrschaften angucken, das sieht doch alles sehr, sehr manierlich aus, sondern ein Raum für Entfaltung. Und vielleicht soll das ja auch ganz genau ausgedrückt werden, dass man sich spartenübergreifend, treppenübergreifend steigert und verwildert und auslebt. Das sagen mir erstmal diese Worte mit dieser Einführung hier. Und ich will auch gar nicht sehr viel weiter vorgreifen, denn wir haben Frau Dr. Monika Meißner hier, die nachher eine perfekte Einführung liefern wird und uns ganz viel sagen wird zu diesen Bildern, zu dem Entstehen. Und dann sollen Sie ja auch mit den Künstlerinnen ins Gespräch kommen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Aber lassen Sie mich als Anreiz vielleicht und als Gedankenpuffer Worte von Tucholsky vielleicht vortragen. Nur das Kleine, den kleinen Beginn, der Anstöße gibt, wie man sich das so vorstellen kann und was man eben doch gar nicht alles haben kann. Ja, das möchte was? Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, oder doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen, deshalb stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe. Und fürs Wochenende eine zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Ja, das möchte, aber wie das so ist hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Etwas ist immer, tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten. Mit den Mitteln der Kunst reflektieren die Künstlerinnen über Veränderungen im urbanen Raum. Das Stadtbild im Wandel wird kritisch und humorvoll zugleich hinterfragt. Die gezeigten Arbeiten sollen anregen, die Stadtentwicklung in Heidelberg durch den Blick der Künstlerinnen zu betrachten. Fotografie wird zur fiktiven Interpretation von Themen wie Klimawandel, Artenvielfalt, Baumbestand, naturferner Gestaltung und stetigem Wachsen der Stadt. Themen, die aus den Erkundungen, die vielen Heidelbergerinnen auf den Nägeln brennen. Vielleicht erkennt der Betrachtende, die Betrachtende, wo die Aufnahmen entstanden sind. Das kann man ganz gut sehen. Vielleicht muss nachgefragt werden. Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Elsa Becke und Petra Lindenmeier freuen sich auf einen Gedankenaustausch mit den Galeriebesucherinnen. Die aus den Erkundungstouren entstandenen Werke sind nicht illustrativ, sondern unabhängig. Sie entfalten ihre Wirkung durch die künstlerische Freiheit und Ausdruckskraft. Elsa Becke verleiht ihren Fotos durch digitale Montage eine poetische Ebene. Sie verdichtet die Atmosphäre und verleiht Großbaustellen und Baumstümpfen so eine höchst ästhetische Wirkung. Petra Lindenmeier bestickt und vernäht ihre Fotografien, lässt Räume zuwuchern und erschafft neue Verbindungen und Raumtiefen. Ein Augenzwinkern ist unerlässlich. Der Film, der in der Ausstellung zu sehen sein wird, macht das Wandeln durch die Stadtteile miterlebbar.
Zudem sind auch Arbeiten von Schülerinnen zu sehen, die sich durch die Ausstellung und ihre thematisch inspirieren ließen. Ute Giese, Lehrerin am Helmholtz-Gymnasium, zeigt einige interessante Arbeiten der Klasse 7b. Der Titel der Ausstellung Raum für Verwilderung erscheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein gegen die immer noch erstrebte Ordnung in unserer städtischen Umgebung. Wohin uns das führt, zeigt uns die Vorhölle der Gartengestaltung, die Steingärten, die nun nicht mehr erlaubt sind in Heidelberg. Dem Gemeinderat sei Dank und der Stadtverwaltung. Dank nun auch den Künstlerinnen, die mit ihren subtilen Darstellungen anzeigen, wie Natur in der Stadt sein sollte und dennoch Natur zerstört wird. Manche Bilder geben den Besucherinnen Rätsel auf. So schafft man Nachdenken und Gedankenaustausch, Kreativität. Auch den Mut, einem Garten einmal eine freie Entwicklung zu gönnen, mit anderen Worten Wildnis, sogenanntes Unkraut, wachsen zu lassen. Ein weiterer Aspekt ist Flächenerhalt durch Bürgerbegehren, wie zum Beispiel das Gewerbegebiet Wolfsgärten exemplarisch erhalten wurde. Oft gilt es, den Konflikt der Bedürfnisse klug zu lösen. Das Ziel der Ausstellung ist der Blick auf die Kraft der Natur, die immer eine Stelle zum Wachsen findet, wenn man sie nur lässt. Sie holt sich dann alles irgendwann wieder. Und da ist eben diese Diskrepanz zu dem, was da ästhetisch an Erfahrung schon da ist, von Kindern, die viel zeichnen, die privat zum Beispiel Mangas zeichnen, aber die jetzt mit dem Gedanken Verwilderung, Natur, Verwilderung in der Stadt noch gar nichts zu tun hatten und der ihre Biografie auch solch Sichtweisen, wie wir sie haben, überhaupt nicht zulässt. So, wie sind wir vorgegangen? Wir haben ein Labyrinth gezeichnet, also die Schüler haben das Labyrinth für sich entworfen. Das war nur eine Vorgabe von mir, dass es ein Labyrinth geben soll. Das ist ja eine sehr statische Architekturform. Und jetzt geht es mit der Verwilderung los. Und für die Kinder ist Verwilderung nicht unbedingt was, was mit der wilden Natur verbunden ist. Also die Mauer, durch die eine Pflanze sich einen Weg bricht, wo sich Wurzeln durchschlingen, wo Efeu über die Mauern rüber wächst. Das haben wir zwar alles sehr ausführlich besprochen, aber das Interesse der Kinder war teilweise auch ein anderes. Da ist zum Beispiel ein Mädchen dabei, die wollte einen Liebesgarten machen. Und diese Mauer wird durchbrochen von ihrer Liebe und dann gibt es in der Mitte dieses Liebespärchen, was sich dann trifft. Also eine Art von Verwilderung, die über Fantasie und Abenteuer entsteht. Und es gibt auch die Beispiele mit der Natur, wie wir sie jetzt hier vom Ausstellungsthema erwarten würden, also wo die Mauern zugewachsen sind. Aber da gab es auch was ganz Seltsames, obwohl wir da sehr ausführlich drüber gesprochen haben, war für die Kinder Natur was sehr Gezähmtes. Es gibt im Japanischen zwei Wörter für Natur, die kleine Natur und die große Natur, wenn man das wörtlich übersetzt. Das eine kleine Natur ist die gepflegte, die gezähmte Natur, die vom Menschen angelegte und geformte Natur, die brav ist, die einem nichts antut. Und es gibt die wilde, gefährliche Natur, das ist die große Natur. Also da gibt es ein anderes Wort für. Und ich hatte ständig den Eindruck, dass die Kinder nur diese gezähmte Natur kennen, also die kleine Natur. Das ist der kleine Blumentopf, der dann vor der Mauer steht. Jedenfalls habe ich hier für die ganze Klasse Seedbombs gemacht. Man kennt es vielleicht, dass ich immer Seedbombs in der Tasche habe. Das sind Heidelberger Wildblumen. Ja, genau. Ja, die sind auf jeden Fall zum Mitnehmen und der Austausch ist uns super wichtig. Deswegen auch nachher das Gespräch. Aber jetzt wollen wir noch Barbara Imgrund zu Wort kommen lassen. Ja, ich bin Barbara Imgrund. Ich bin auch Mitglied in der GEDOC als Literatin und ich habe mich sehr gefreut, als Elsa Becke und Petra Lindenmeier mich gefragt haben, ob ich die Ausstellung textlich begleiten möchte. Wir sind alle drei, was Natur betrifft, irgendwie auf dem gleichen Trip und sind dann tatsächlich durch die Stadt gelaufen und haben Fotos zusammen gemacht und haben uns unterhalten über das, was wir da sehen. Ich habe hier einige Gedichte von mir ausgelegt, die sind teilweise auch aus meinem Gedichtband, den habe ich mitgebracht, wer einen käuflich erwerben möchte.
Ich bin nicht nur für die kleine, gezähmte Natur zu haben, sondern auch für die große. Ich komme jetzt gerade aus Afrika, da bin ich ab und zu als Volontärin im Tier- und Umweltschutz. Und dort sind wir auch wirklich in der Wildnis unterwegs. Und für mich ist Wildnis ein absolut positiv besetzter Begriff. Und deswegen habe ich den folgenden Text geschrieben. Wildwuchs. Niemand sah sie kommen. Niemand sah, wie im Verborgenen aus einem Samenkorn ein Keim spross, wie er die Erdkrume unter dem Pflaster durchstieß, um eine Fuge zu suchen, einen Riss, eine Spalte. Niemand sah, wie der Keim Flügel bekam, kleine Schwingen, die ihm Kraft zufächelten, sich zu strecken, grün aufzubegehren gegen den Stein und das Grau. Niemand sah, wie dieser Keim fand, wonach ihn verlangte, wie er nach oben strebte, weil er wachsen wollte, wachsen weiter und weiter mit schierer, zarter Gewalt, der Sonne entgegen, deren Lockungen er bis in das letzte Mitochondrium spürte. Niemand sah, wie all die geheimen Mühen und Anstrengungen fruchteten und aus dem Nichts ein Etwas geboren wurde, wie endlich ans Licht kam, was ans Licht gehörte und das Verstecken ein Ende hatte. Niemand sah, wie die Pflanze zum ersten Mal dem Himmel entgegenblickte, den sie sich ertrotzt und erstritten hatte, und wild und frei und wunderbar war. Dann kam jemand und sah und dachte: Unkraut.